Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Dorothee Nolte, ich bin Redakteurin beim Tagesspiegel und lade Sie ein, mich auf eine literarische Lesereise zu begleiten. Kommen Sie mit ins Land der Märchen, Lügen und Legenden. In die romantische Mitte Deutschlands mit ihren Burgen und Fachwerkstätten. Dorthin, wo so viele Erzähler ihre Spuren hinterlassen haben. Die Brüder Grimm, der Spötter Wilhelm Busch oder der Lügenbaron Münchhausen. Unsere Reise beginnt in Wolfenbüttel. Im dortigen Schloss war der junge Münchhausen Page, bevor er nach Russland aufbrach. Wir treffen ihn wieder in seiner Heimatstadt Bodenwerder im schönen Weserbergland, wo er seinen Jagdfreunden in einer Grotte die unglaublichsten Geschichten erzählte. Wir besuchen Höhepunkte der Weserrenaissance, berühmte Fachwerkorte wie die Rattenfängerstadt Hameln und Hannover-Schmünden, die Lebensorte der Brüder Grimm und Wilhelm Buschs in Kassel, Göttingen und Ebergötzen und den Reinhardswald, wo Dornröschen schlief. Und nach 4 Tagen kommen wir wieder, reich an Eindrücken und an Geschichten. Ja, vielleicht sieht man sich. Ich würde mich freuen. Mehr zur Reise finden Sie unter reisen.tagesspiegel.de oder auf meiner Homepage www.sprachlust.de. Bis dahin!